Eigentlich kommt die Idee des Reparaturbonus aus Oberösterreich. Da hat man 2018 damit begonnen. Jetzt springt der Bund mit einer Novelle des Umweltfördergesetzes auf den Zug auf. Ja, in Oberösterreich war der Reparaturbonus seinerzeit vom Land aus und der ist natürlich sehr gut angekommen. Jetzt ist der Reparaturbonus aber in einer anderen Größenordnung. Wie gesagt, österreichweit und auch die finanziellen Zuwendungen sind viel, viel größer. 130 Millionen Euro werden zur Verfügung stehen. Damit soll es bei über 850.000 Reparaturen bares Geld zurückgeben. 50% der Reparaturkosten, maximal 200 Euro. Repariert werden kann nahezu alles. Vom alten VHS-Rekorder bis zum E-Bike, von der Waschmaschine bis zum Notebook. Bei vielen Gegenständen macht das auch wirklich Sinn, erklärt uns Franz Rockenschaub, der seit Jahren ein Elektrofachgeschäft in Katzdorf betreibt. Die Palette ist riesengroß. Es betrifft die ganze Weißware. Da versteht man Geschirrspüler, Waschmaschinen, sämtlichen Geräte in der Küche, in der Unterhaltungselektronik, die ganze Fernsehtechnik, sämtliche Geräte, die zum Betrieb eines Fernsehers notwendig sind. Pauschal kann man vielleicht sogar sagen, alle Geräte, die mit einem Netzstecker oder mit Strom versorgt sind. Damit sollen zwischen 2022 und 2025 auch 5000 Tonnen Abfall eingespart werden. Die Wegwerfgesellschaft wird ausgebremst und dennoch kann vor allem der Fachhandel davon profitieren. Ja, auf jeden Fall ist der Gedanke vielleicht auch Kundenbindung und die Leute suchen natürlich jetzt Reparaturbetriebe und es ist sicher auch möglich, hier Neukunden zu lukrieren und auch Neukunden ins Geschäft zu bekommen. Du musst jetzt schauen, dass man dann die richtigen Buchsen kriegt, die was auch brennfähig ist. Und das manchmal sind aber auch dem Fachmann Grenzen gesetzt. Naja, man stoßt vielleicht dort an die Grenzen, wo der Integrationsgrad speziell auf Platinen so hoch gegeben ist, dass man mit normalen Handling nicht mehr eingreifen kann, was normal im Werk und bei der Herstellung mit Maschinen gefertigt ist. Am kommenden Dienstag, 26. April, startet die Aktion in ganz Österreich. Mit einem Bon, den man sich aus dem Internet herunterladen kann, bezahlt man dann bei der Reparatur nur 50% der Kosten. Die maximale Ersparnis liegt bei 200 Euro. Für einen Kostenvoranschlag erhält man 30 Euro.